Wer das auch mal ausprobieren möchte, der kann nach den ganzen Auftritten einfach nochmal zu mir kommen. Ich habe ein paar Probestundengutscheine dabei für eine Kindertanzstunde. Hip-Hop zum Tanzen, aber auf koreanische Popmusik. Gesundheit. Like a river, 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 search your mouth and like a river. How do we fall in love? Ich bin jetzt ins volle Knall, gerade 35. Mai. Warum komme ich nicht mehr auf? Er sagt es weg. Wir machen das so, derjenige, der gezogen wurde, den ersten zieht. Gut, dann fangen wir mal an. Ich will alles.
Hey, Ralf! Hey, mach die Scheiße mal lauter, du hörst eigentlich gar nichts. Du bist doch jetzt... Entschuldigung! So. Die erste Nummer, die heute hier gezogen worden ist, ist die Gelb 452. 452 in Gelb. Ja, kommt er schon, jawohl. Da ist er. Herzlichen Glückwunsch. Hast du losgewonnen? Nein, Quatsch. Eine Tüte für euch. Hier, komm. Eine Lustig. Tüte, bitte. Nicht da reingucken, hallo? Nur reingucken. Ein bisschen mischen und rein. Und rein. Ja, aber die Tüte ist so, und jetzt, jawohl, da ist einer. Ist die Nummer? 694. 694. 694 in Gelb. Super. Dann herzlichen Glückwunsch. Und eine Nummer ziehen. Ach, nochmal. Ja, klar. 807 in Rosa. 807? Nein? 3, 2, Poolbillard. Richtig schön professional und so. Ja, oder privat, oder wer spielt gut, oder wer meint gut zu spielen. 1, 2, 3, 4, 5. Ich spiele keiner Billard, oder was? War richtig die Hand hoch. War richtig hoch. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Wer von euch würde ein Los abgeben dafür? Wer gibt zwei Lose? Nein. Komm her. Du bist der Erste, der so spontan war. Und jetzt kommt der Werner mal ganz kurz nach hier vorne. Werner! Komm rein hier, komm! So. Damit ist nämlich was verbunden. So. Und der Werner hat ihn gesponsert und der erklärt jetzt, was es mit dem Schein auf sich hat. Also ich muss euch erstmal sagen, ich bin jetzt hier auf der Veranstaltung und habe mir die ganze Show so mal angeguckt. Und mein Arbeitskollege, der liebe Volker, der an der Tombola steht, ist mich schon seit Wochen und Monaten einem vorerzählen, was das hier von tolles Dingen ist. Und dann habe ich mir eigentlich bereit erklärt, hier einen kleinen Preis zu sponsern, was in meinen Möglichkeiten liegt. Da ich schon über 40 Jahre Billard spiele und mehr, also nicht mehr in der Hobbyliga, sondern vereinsmäßig in einem tollen Clubhaus, tolle Umgebung, habe ich mir eigentlich gedacht, dass ich einen kleinen Schnupperkurs bzw. Probetraining machen kann. Jetzt ist es nur so, ich war jetzt nur gespannt, wer den Preis bekommt, weil wenn wir einen Jugendlichen haben, kann ich nur normales kleines Training mit demjenigen machen. Habe ich aber so einen gestandenen Kerl wie ihn vor mich, können wir das alles ein bisschen lockerer machen und ich werde in dem Billardsport spielerisch ein bisschen einfügen, in jeglicher Art, natürlich auch mit ein paar Bier und wir werden mit Sicherheit ein schönes, lockeres Training mit ihm machen können. Ein Kinogutschein für zwei Personen. Also was habe ich auch? Was tue ich damit? Welches Kino? Dann gibt es einen Gutschein für die Star-Autowäsche in Höcklofen. Dann gibt es einen Gutschein für die Besichtigung der Krombacher Brauerei. Jawohl! Für zwei Personen. Der Rest ist egal.
Leutnant von Achtung Sattler. Das ist handgearbeitet. Dann gibt es Feuerzeug. Warte mal. Das musst du ganz schnell nehmen, das ist Feuerzeug. Pass mal auf, das lass doch der Papa lieber auf, ja? Geht dann in Auto gehen und essen. Könnte zwei gehen. Ja, dann gibt es von Fossil so eine Geschenkbox. Da ist drin zum Beispiel. Ja, frag nach. Ja, macht euch für so einen, wie heißen die Dinger? Battle-Armbände? Ja, Komplett-Set fürs Battle-Armband von Fossil. Ich guck nachher, ob es gibt noch einen Duftbau. Und dann gibt es hier noch ein bisschen Werbung. Dann gibt es von Foliatec noch so ein Band. Dann gibt es Aufkleber. Und dann gibt es noch so ein Scheibenfrei. Und dann kommen wir zu was, wo wir ganz stolz drauf sind. Es ist nicht der richtige Gutschein. Dafür brauche ich dann auch den Herrn von zweiten Platz nochmal. Ins Mikro sprechen bitte. Ja. Was muss ich? Gleich. Klären wir gleich. Ich weiß nicht, ob du ein Gewindefahrwerk für dein Fahrzeug hast. Besprechen wir mal gleich. Und auf jeden Fall, wie gesagt, du bekommst einen Gewindegutschein. Gewindefahrwerksgutschein von TR Technics. Genauso wie der nette Mann. Vollkommen gespendet alles. Dafür haben wir eine Kleinigkeit vorbereitet. Warte mal, halt mal so rum. So, da kannst du dir dann aufhängen und irgendwo hinstellen. Ne? Und ein großes Dankeschön. Wir haben zusammen gearbeitet, haben viel Spaß gehabt. Und keine Pause. Wer hat die schon? Und ihr seid von Jahr zu uns hingekommen mit ein paar Mann. Haben wir gedacht, jetzt kommt irgendein Schrott. Und haben dann gesagt, hört mal, geiles Treffen, was ihr immer macht. Können wir da noch irgendwie helfen mit Ausbauen und. Wir haben uns alle zusammengerauft und haben sehr schön dran gearbeitet. Die einen auf ihrer Seite, die anderen auf der anderen Seite. Und ein bisschen zusammen und so. Und so ist ein Ganzes draus geworden. Und irgendwie habe ich mir gedacht, nee. Deine Frau ja, aber nicht meine. Weil ich sowas nicht mache. Und da habe ich mir gedacht, mach mal eine Kleinigkeit als Dankeschön. Und das Dankeschön ist deren Club-Logo. Soll ich die Fahrzeugpapiere zeigen? Ich glaub's euch. Wir haben diesmal einen Pokal gemacht für Youngest Car on Place. Das heißt, ihr seid ja mit dem Wagen hier. Denkt nicht, der ist zu Hause. Seid ihr zu Fuß dann hier gekommen? Ja, hier. Dann haben wir jetzt ein Problem. Der Wagen sollte schon auf dem Platz sein. Ist nicht. Gut. Wer hat denn noch ein neues? Dann tut's mir leid, sorry. Das Auto sollte schon hier auf dem Platz sein. Letztes Jahr? Wann denn? Keine Ahnung. Nägelnagel neu aus dem Laden? Dann komm her. Aber den hast du jetzt noch nicht kaputt gefahren, ne? Entschuldigung, böser Witz. Youngest Car Open Place. Das ist ein Fahrzeug hier. Altes Auto. Ganz altes Auto. Da braucht man noch nicht der erste Besitzer sein. Müsste nur hier auf dem Platz sein. Was hast du vom Baujahr? 87. Hat einer. Was? 85. Wer bietet mehr oder weniger? Ich bin 79 geworden. 60? 65. Jetzt wird's eng. Oldest Car on Place. Was hast du? Er hat 65.
Dann darf ich dich nach vorne bitten. Bist du mit dem Wagen hier? Hier? Cool. VW-Käfer. Cool. Der mit dem breiten Reifen? Ja. Dann haben wir den Gewinner des Pokals für Oldest Car on Place. Hallo. Alle mal hoch. So. Wie viel habt ihr? Wie viel von euch sind hier? Sechs. Aktive. Ja. Aktive. Lando, wer seid ihr? Wir haben acht. Wie viel? Mitglieder, hier, heute hier, mit Auto. Hey, sieben, acht, neun. Ja, das Pokalvergabe ist jetzt. Aber wie lange? Sechs. Lando. Wo ist er? Da! Ach, da. Der ist so schmal, da gucke ich immer dran vorbei. Ihr seid mit acht Mann hier. Mit zehn. Aber mal eine Frage jetzt. Ja. Bei uns wird unterteilt zwischen aktiven und passiven Mitgliedern. Wir haben passive Mitglieder dabei. Da schlagen wir um die 14 Leute. Aber aktiv, permanent immer mit auf anderen Treffen sind wir sechs. Und kontinuierlich immer. Auch zusammen. Jetzt haut er mir ein Jomo ein. Ja, aber von der Größe her. Aktiv, passt. Noch nicht. Okay. Dann komm her, holen dir ab. Nee, komm du, beweg dich mal. Ja, der will das Ding oder doch nicht? Man könnte euch alle am Lenkrad packen und dann geht's ab. So viel Unterteilung gibt's bei uns. Wie viel Kilometer hast du von zu Hause bis hier gebraucht? 160? Das ist nicht schlecht. Haben wir jemanden, der weiter gefahren ist, nur um heute hier zu sein? 160 Kilometer stehen im Raum. Habt ihr Fahrgemeinschaft gemacht? Mehr. 160 Kilometer. Kommen wir da drüber? Nein. Dann herzlichen Glückwunsch zum Pokal weiteste Anfahrt. Lukas, können da vielleicht ein paar Leute da mal so raus, also ein bisschen darzustellen, was ihr so gemacht und wie ihr euch Tuning vorstellt und was eure Interessen beim Tuning sind. Und da gab es dann einen Club, der gut aufgefallen ist. Clubpräsentation ist ganz rechts. Ja, dann muss ich halt eben dich nochmal bitten, nach vorne zu kommen. Das Clubpräsentationspokal geht an Team No Name. Genau. Vielen Dank. Danke nochmal. Halt hoch, dein Ding! Muss er noch erklären. Ja, genau. Erklär mal so ein bisschen fürs Publikum, was ihr macht. Ey, du vergisst was. Da habe ich die Presse für. Komm her, Stell. Der kann nicht mehr davon. Ja, schönen guten Tag. Schreibt euch! Der andere mit. Haben wir leider nur zwei Teilnehmer, aber der Sieg ist da. Kein Problem, war nur knapp. Wir haben also heute einen richtig schönen Tag gehabt. Was wir alles gesagt haben, geht in den für die Kinderfilme. Und daraufhin haben wir jetzt eine Spendensumme zusammenbekommen, die wir euch wirklich gerne zeigen und wo wir auch wirklich stolz drauf sind, dass wir das mit eurer Hilfe schaffen.
Wir fangen einfach mal an, von hinten nach vorne die Nummer zu schreiben. Du machst die erste. Dann fang doch da drüben an, du Vogel. Ganz schön. Da. Guck mal, so schön, schön angezeichnet. Du hast den Müll. Ich mach auch einen. Du machst gerade Witz. Das ist ja ein Komma. Ja? Ja, komm. Weißt du, ich kann Kreise spielen. Schön. Aber noch eine Null. Du machst noch eine Null. Weißt du was? Mach auch eine Null. So, mal gucken, ob du mal eine andere Zahl kriegst. Null? Zwei. Wir haben mit eurer Hilfe für die Kinderkrebshilfe aufrufen eine Spendensumme von 2000 Euro zusammengebracht. So ein geiler Tag. Taschentuch her! Tempo! Taschentücher! Lass es raus! Ich bin immer ein normaler Mensch. Ins Mikro sprechen. Ja, ja, das ist aber laut. Nicht laut genug. Und der Tag hat zwar relativ bescheiden mit dem Wetter angefangen, hat sich aber dabei aufgeheitert, wie auch die Stimmung auf dem Platz. Und ohne euch wäre dieses Treffen nicht so geil geworden. Wir sind so stolz darauf, mit zwei Teams zusammenzuarbeiten und euch einen tollen Tag zu geben. Jawoll! Das ist der Polo. Hast du gesehen? In dem Treffen, wenn man es besucht, kommt man an, hat seinen Spaß, stellt sein Auto hin, aber die Arbeit auf der anderen Seite, die ist extrem. Wir haben alle zusammengearbeitet, wir haben eine Megacopola zusammengekriegt. Und wir sind so stolz auf euch, so viel wiedergeben zu können von dieser Copola. Und ich hoffe, ihr habt einen wunderbaren Tag gehabt. Die Karten sind vergeben, die Urkunden sind verteilt. Das Ganze ist super gelaufen, wirklich entspannt. Ja, 100 Pro. Ich kann nur sagen, danke. Wir sind noch vorbereitet. Geile Hacke. Dankeschön. Happy birthday to you. Happy birthday to you.